Lieben, willkommen hier wieder bei Freyas Orakel. Hallo meine lieben Luftzeichen, also Zwilling, Waage und Wassermann, was erwartet euch hier im März? Wir wollen jetzt reinschauen in die Energie. Also, wenn du jetzt hier Zwilling, Waage, Wassermann bist als Sternzeichen oder Aszendent, dann kann das hier mit deiner Legung sein, dann kannst du hier mit reinschauen. Und es ist aber ein Kollektivorakel, eine Allgemeinorakel, ne? Kann nicht alles auf dich zutreffen, aber schau, was hier mit dir vielleicht in Resonanz gehen kann. Ja, in der Hauptenergie haben wir hier im März für die Luftsternzeichen, also für die Luftzeichen hier die Turisas. Und die Turisas, das ist eine Schutzrune, das kann aber auch eine Rune sein, die sehr, sehr weh tut und die wie so ein Stachel stechen kann. Ja? Stell dir vor, du hast so eine Donne und fasst du fasst eine Rose an und stichst dich an der Donne. So kann das mit der Turisas sein. Also da kann eine Energie reinkommen im März, die wirklich sehr wehtun kann. Und es geht aber auch im März um die Kommunikation. Vielleicht ist hier eine Kommunikation im März, die dir hier wehtun wird, ne? Die dir hier wirklich auch einen Schmerz bereiten wird. Ne? Das gleich mal mit dazu gesagt. Ja, dann haben wir hier die Lasten. Ne? Also im März könntest du noch die ein oder andere Last auf dir tragen, aber von dieser Last drehst du dich hier weg, ne? Mit den Sechs der Schwerter. Und dann kann hier wieder Gleichgewicht reinkommen und reinfließen. Man tut also hier zusammen etwas reingeben. Da war eine Situation, die hat dich so richtig da hängen lassen, oder es kommt eine Situation auf dich zu, besser gesagt im März, die dir ganz schön hier, die dir hier das Blut im Kopf laufen lässt. Ne? Und vielleicht machst du dir aber auch zu viele Gedanken und hängst dann einfach so da, was du machen sollst. Aber du erreichst hier wieder Glück, Lebensfreude. Ne? Und dir kommt auch wieder was in die Gerechtigkeit rein, eine Situation. Und dann hast du hier zwei verschiedene Möglichkeiten, wo du jonglieren kannst. Wo du auch hier wieder deine Balance herstellen kannst. Und das Ganze wird noch von Erfolg gekrönt. Ne? Natürlich tust du auch hier harte Arbeit leisten in dieser Situation, die im März auf dich zukommt. Und du könntest dich auch noch hier gefangen fühlen mit einem Ritter der Schwerter oder Ritter der Stäbe. Der Ritter der Schwerter, das ist eine Person, die gerne auf Konfrontation ist, die vielleicht auch so ein bisschen manipulativ ist, ne? Und ja, die auch kühl wirkt. Und der Ritter der Stäbe, das ist eine Person, die sehr leidenschaftlich ist, die hier wirklich auch künstlerisch angehaucht ist, leidenschaftlich. Und der natürlich auch hier seine Leidenschaft lebt. Na, vielleicht bist du aber auch einer dieser Personen oder du könntest es mit diesen Personen im März zu tun haben. Aber hier kommt auf jeden Fall ein Wachstum rein, weil man sieht hier etwas an und dann erntet man das auch. Ne? Und mir kommt hier rein, du bist hier vielleicht die Königin der Kelche. Ne? Dabei ist es egal, ob du Mann oder Frau bist. Hier, der oder die jetzt zuguckt und du ziehst dich aber auch hier zurück mit dem Vier der Schwerter, weil du vielleicht eine schlimme Verletzung hier erlebt hast, ne, oder erleben tust. Und ja, dann machst du dir Gedanken, was du noch mitnimmst oder nicht und dann tust du diese Sachen, die du nicht mehr mitnehmen willst, hier damit ein für alle Mal abschließen mit der Welt. Die Welt ist ja immer ein Abschluss auch und dann kommst du wieder in deine ganze Kraft rein. Also das sieht schon mal sehr interessant hier für den März, für die Luftzeichen aus. Ja, dann geht es mit der Hohepriesterin daran, dass man hier wirklich auf seine Intuition hört, ja, dass man von oben geführt ist, dass man wirklich auch auf seine innere Stimme, auf seine Intuition hört und mit dem Eremiten, dass man hier ganz einfach auch darauf vertraut, ja, dass eine Sache wieder gut wird und dass man vielleicht auch mal im März was für sich tut, ne, damit man auch mal hier ein bisschen zu seiner Ruhe kommt, ne, das kommen wir mit den Eremiten auch rein und es gibt auf jeden Fall im März hier eine große Chance auf Stabilität und Sicherheit. Entweder fließt hier wirklich mehr Geld, kommt mehr Geld rein hier im März für die Luftzeichen
Und hier gibt es aber auch eine Situation, wo so ein Konkurrenzverhalten ist oder war, wo einer besser sein wollte wie der andere. Und man soll aber nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, ja, damit diese Chance sich dann auch hier verwirklichen kann. Ja, genau, weil dann kann hier wirklich was fließen. Na, das ist jetzt egal was, das kann im Beruflichen sein, das kann in der Liebe sein, das kann generell auf alle Situationen gelegt werden hier im März. Dann ist hier noch für die Luftzeichen im März, dass man hier mehr wieder in die Heilung reinkommt, ein Wachstum. Ne? Das kann hier im öffentlichen Bereich sein. Wenn man auf den Beruf guckt, kommt hier mehr Geld rein, mehr Finanzielles, ne? Dass hier was zu wachsen beginnt im öffentlichen. Vielleicht, wenn man selbstständig ist. Und da kann auch hier eine Enttäuschung nochmal kommen mit einem Menschen, den du vielleicht auch sehr lieb hast. Ne? Und das kann im Beruflichen sein, wo auch Lasten sind, aber das kommt wieder in die Stabilität und Sicherheit und das kann auch hier geklärt werden. Ne? Vielleicht geht man zusammen aus, vielleicht spricht man nochmal über diese ganze Sache. Und wenn das in der Liebe oder im Freundeskreis ist, dann kommt hier auf jeden Fall Wachstum und Heilsames bei einem Treffen rein hier. Auch fließen hier Gefühle, aber man ist noch so ein bisschen enttäuscht. Ne? Und man trägt ja auch noch ein paar Lasten. Und man hat aber auch Hoffnung, dass das wieder in Stabilität und Sicherheit kommt. Und auch hier kommt eine Einladung rein. Na? Ja, dann zeigt der Fuchs hier noch ein bisschen in den Frieden oder in die Harmonie. Na? Hier im März. Na, für die Erdzeichen. Aber es wird auch für die Erdzeichen hier Zeit, sich noch etwas genauer anzugucken. Ne? Eine Situation. Und das Ganze ist auch hier geführt. Ich frage mal, was man sich hier angucken muss. Was muss man sich denn hier angucken im März, die Erdzeichen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Guckt doch mal. Das ist ja wirklich lustig, oder? Ja, schaut mal, jetzt seht ihr's. Da sind genau die zwei Karten rausgefallen, die ich hier am Anfang hatte. Also nochmal, okay. Gut, also wie gesagt, hier muss sich das nochmal angeguckt werden. Also entweder ist hier wirklich was im intimen Bereich, ne, dass man sich hier nochmal was angucken muss mit sich selber oder auch eine Anziehungskraft zu einer Person oder es geht ganz einfach um den eigenen Frieden und die Harmonie, ne, die man sich hier anschauen muss. Also das ist ja witzig, das hatte ich ja auch noch nicht gehabt. Genau, ja, das war jetzt für die Erdzeichen. Also guckt im März ganz genau auf euren Frieden, auf eure Harmonie, dass wieder Gleichgewicht hier in eine Sache reinkommt. Und es kann, wie gesagt, eine große Chance auch hier im Finanziellen oder generell in einer Situation reinkommen, wo mehr Sicherheit dann kommt. Und dann haben wir noch die extra Botschaft aus den Engeln Ahnenorakel. Und da ist hier der Adler. Schau bitte von einer höheren Warte aus hier im März auf diese ganze Situation, ne, die da auf dich zukommen könnte. Ja, meine lieben Erdzeichen. Nee, Luftzeichen, Entschuldigung. Meine lieben Luftzeichen, ich wünsche euch hier noch eine wundervolle Zeit im März, eine schöne kommende Zeit. Alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao.